Hallo und willkommen zurück zu Monster Hunter bei den Monster Huntern. Ja. Wir gehen jetzt. Nein, wir holen jetzt die Monster aus dem Tal der Verweser. Das wollte ich sagen. Wir machen jetzt durch bis zum Knochen. Magdaros. Vulkanschwert. Hallo? Ältesten Drachenaderknochen. Wovon sprichst du? Durch Wir bis zum machen. Knochen? Ja, genau. Wenn du das sagst, dann weißt du, was du meinst. Wie, du weißt nicht, was ich meine. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, von den Eventquests. Durch bis zum Knochen. Muss ich jetzt auf irgendein Bild drücken? Ach so, die heißt so, ja! Ja, das ist die, richtig! Da ist das drauf. Kann meine Waffe nicht verbessern, mir fehlt High-End-Gear. Könnte sie umcraften von Zora Magdaurus Richtung Namiel, aber dann muss ich die hier ja auch nochmal machen. Theoretisch. Ich weiß nicht, welche ich haben will. Also bleibt es erstmal bei der hier. Okay. Also Radoban und Odogaron. Klingt jetzt nicht schlimm. Hatte einer von denen Feuerschwäche? Keine Ahnung. Der eine Okay. hüpft gern und der andere rollt gern. Das ist also beides Kacke. Ich werde mir diesmal was zu essen gönnen, glaube ich. Vorsichtshalber. Man kommt nicht so gut zum Heilen, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert wird, weißt du. Was Achso, kocht sie mir denn hier? du meinst also, ich soll was essen? Ja. Ich muss morgen Essen kaufen. Okay, ich nehme den anderen Tisch, ja. Tisch? Chefkoch? Ja, immer. So, muss, Kriegen soll ich wieder Energy was in die Ring. Kiste legen? Nee, behalt ruhig. Du brauchst mehr als ich. Du kannst es nicht sehen, weil ich ständig nur Dekorrüstung anziehe, aber ich habe gerade 942 Verteidigung. Ach, ein Energy Drink gibt's hier, okay. Ja, wenn Radoban sein Gas ausstößt, wächst und du bist drin gewesen, dann schwankst du. Während du schwankst, trink den Energy Drink. Damit du nicht. Wenn ich in dem Moment trinken kann. Kannst du, bevor du einschläfst, halt, du hast Ah da so ja, das zwei, sind drei. die von dem Gebiet. Habe ich ja gesagt. Die beiden. Mögen die sich etwa? Ich meine, als sie in dem Gebiet waren, haben sie sich immer sehr oft bekriegt, muss ich ja sagen. Wer weiß, ich habe gerade einen Stein geschmissen. Revierkampf getriggert. Radoban so, hey, warst du das, Odo? Gleich zwei gebrochene Teile. Hast gut gemacht. Lass mich mal in Ruhe abbauen hier. Oh, da, okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Zora Magdaros! Schwert. Das ist auch so ein Monster, wo ich mir denke, Erschütterungswiderstand wäre jetzt nett gewesen. Aber was soll's? Ja, genau hierfür. Oh Mann. Odo ist ja noch gelb. Wir könnten Odo gegen ihn schleudern. Ich versuch's mal. Ich bin gerade sogar in der Nähe. Wurde runtergeschleudert. Ach, bluten tue ich auch noch. Oh, er liegt wieder. Ah, jetzt ist es ja wieder aufgestanden. Ja, ich meine jetzt den Plan, den ich gerade eben so vorhatte. Ich Okay, nehme cool. das. Ah, Odo bleibt da. Nice, Odo. Hä? Als ob der durch die Steine gekommen ist. Aha. Warte mal, die kann die gar nicht so treffen, glaube ich. Okay, egal. Da oben ist die Kanone geladen, falls wir brauchen. Okay, cool. Ich kann sie ja dorthin locken. Wo genau zielt die hin? Zwischen die Ja, nach da hinten Drachenschwerter. halt. Komm mal her, Odo. Und Können wir tschüss, das machen? Odo. Hat er sich auch noch Richtung Monster gedreht? Richtig nice von ihm. Ich wollte doch abbauen. Steht er wieder auf? Nice drauf. So wertvoll ist das auch wieder nicht. Oh mein Gott, er ist direkt an mir Huh! vorbeigerollt.
Er hat eine gute Ausweichübung. Dodgen. Das ist die Blitzfliege, wenn jemand kommt. Ah, hat sogar ihn erwischt. Odo ist immer noch gelb. Und dreh dich und sag ciao, ciao. So, einmal abbauen. Oh, das war wirklich nur einmal. Der ist ja gleich wieder aufgestanden. Ich versuche Odos Hinterteil. Okay, Odos Hinterteil ist ab. Odo wird wütend. Kann ich ihm nicht verübeln. So, ich nehme nochmal seinen Schwanz mit. Wenn ich das darf. Einmal darf ich das. Ich habe niemand geschlagen. Da waren zwei Schwänze drin. Sind die jetzt beide? Ah ne, er ist jetzt nicht wütend, aber er haut ab. Das war die Kanone, die ich geladen hatte eigentlich. Ja. Ich denk's mir auch. Ich wollte sie auch benutzen, aber der hat sich so scheiße hingestellt. Ja, tut mir leid. Wäre cool, wenn sie dann noch Explosionsschaden verursachen könnte. Aber wohl nicht. Ach, shit. Odo sah wütend aus. Naja, ist er auch. Autobahn, nein, nicht abhauen! Bin mitgeflogen. Ja, der Odo springt ja daher. Ja, und der Rado geht wieder. Oh, okay. Dreh dich, Tischlein, dreh dich. Da ist eine Wand für dich. Okay, du hast den Odo dabei auch noch irgendwo. Wie auch immer das möglich ist, aber. Wenn wir eben einmal abbauen. Okay. Nochmal abbauen. Okay, ich habe schon mal genug abgebaut jetzt. Das eigentlich hier mach mal Plünderklinge, Valico. Ja, denk dran, da immer drauf zu drücken, wenn es frei ist. Er sagt aber, er hat seine Pfoten voll. Er kann gerade nicht, muss nachher noch mal probieren. Ja, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall gerade durchgesprungen. Er ist durchgesprungen. Aua. Aber es ist scheinbar nicht so runtergefallen. Ist das vielleicht keine 100%? Nein, bei der Plünderklinge. Nur bei der Palarang lässt es so runterfallen, dass du es einsammeln musst. Plünderkrieg ist ein extra Item, das du dann in dem. Naja, nach Ende der Quest eben. Da ist doch ein Fenster extra dafür. Warte, ich muss wieder abbauen. Ehrlich. Oh, da ist was ich tun möchte. Ich glaube, Radobahn ist gleich hin. Ja, beide erwischt. Der Rado ist gestorben, andere nicht. Ja, aber er ist jetzt auch mit Totenkopf bestückt. Und in der Falle. Der kann uns jetzt 5 Sekunden lang nicht nerven. Ja. Okay, Katze, mach 9 Donnerkäfer. Okay. Solange er liegt, können wir in Ruhe loon. Bisschen Radobahn mitnehmen. Er ist gleich in der nächsten Falle gelandet. Okay, das war dann unser Aufwärmtraining, diese Quest. Und die nächste wird hier Spaß machen. Alter, ich schlag gegen die Leiche, warum geht das? Das ist gut fürs Langschwert. Ich kann damit aufladen nach dem Kampf, wenn ich zum nächsten Monster gehen muss. Ja, aber hier bedeutet das, du willst, dass sie despawnen, weil du sonst das falsche Monster triffst. Kein Damage mehr kassieren kann. So, einmal Odo mitnehmen. Ja. Ja.
Sieht eigentlich ziemlich eklig aus, wenn man sich mal seine Klauen anguckt, die so zweistufig sind. Ich meine, wie viel Zehen der hat? 9? Ich glaube 9. Je nachdem, was? Welcher. Das ist ein Fuß. Feini. Vielleicht auch 7. Ich hab Holz festhalten. Wünschte, hier wären dann noch diese Käfer in der Luft. Man kann sich ja auch nicht einfach so, like, einfach an die Wand oder so. Nur dann besondere Punkte. Deine Katze hat aber auch eine Mischungsrüstung, kann das sein? Ja. Woran erkennst du das? Ja, weil ich den Kopf kenne und weiß, dass der Rest nicht dazu passt. Ah, okay. Weil den hatte ich schon. Ja, das Unterteil ist Gacha Laka. Der Schnurrtrupp ist wieder da. Meiner auch. Nichts hält uns auf. Das nächste Monster kann nicht gefangen werden. Und es ist am schwächsten gegen Feuer. Gefolgt von Wasser, Eis, Schlaf, Explosion. Und nur das Horn ist brechbar, alles andere ist nichts weiter. So, hoffen wir, dass der Schnurrtrupp irgendwas Gutes hat. Nein. Literally gar nichts. Das tut mir leid, Mann. Okay. Ist jetzt wieder deine Katze bereit dafür? Ja, ist sie. Gut. Okay, was war meine Dingens hier? Anjanat und Rathalos, das waren die Gegner, die ich wollte. Ich habe zweimal uraltes Fragment bekommen. Was für ein Ding? Okay, es gibt vielleicht später doch nochmal ein Item, das man auch nur durch Schnurrtrubbler bekommt. Uraltes okay. Fragment. Aber das ist dann wahrscheinlich Maßmeister. Naja. Jetzt habe ich wieder die Problematik, dass ich an den Bildern nicht weiß, welcher Gegner das ist. Das ist der Kirin, der in der nächsten Eventquest zweimal zu besiegen ist. Nein, ich meine... Oh, mein Schnurrtrupplern. Anjanat und Rathalos, welche waren das? Ist der Grüne einer von denen? Das ist Ratian. Aber was macht's für einen Unterschied? Ja, das sind halt die, die höchste Prozentchance haben für das Item. Geil. Warte mal, kann ich auf die Gegner drauf drücken? Ja, kann ich. Ist hier ein Bild von... Ja, okay, es kann auf jeden Fall nicht fliegen, das ist schon mal klar, aber... wie schaut das Ingame-Spielbild von dem aus? Ist das hier nicht angezeigt? Ah, hier unten. Ah, okay, der ist da gar nicht dabei, gut zu wissen. Okay, Rathalos. Der ist dort ganz unten. Okay, ist halt leider nur ein einziger, aber... Naja, was soll's. Achso. Aussehen ändern. Ne. Nicht Ausrüstung, sondern Aussehen. Okay, wie schaut's denn mit der Frisur aus? Ah, 29. Abschließen. Zur Schmiede. Und in der Schmiede wird geschmiedet.
Ah, okay, ich habe den Knochen. Okay, ich habe den Knochenbaum noch überhaupt nicht gemacht. Dann machen wir jetzt den Knochenbaum. Lanze. Knochenlanze. Ausrüstung verbessern. Knochenlanze. Ich hab schon gleich aus. So, noch eine weitere Knochenlanze. Und die braucht wieder diese Knochen. Na gut, weil den habe ich jetzt sogar ordentlich. Aber trotzdem lassen wir es erstmal. Okay, neue Quest bekannt machen. Event Quest. Der mystische Kirin. Wait, what? Zwei Kirin? Ja. Du solltest essen. Soll ich das machen, wenn ich noch hier bin? Ist egal. Ich esse erst dort. Zeit wird uns schon reichen. Ist ja nicht begrenzt, oder? 50 Minuten. Das sind halt 50. Keine Ahnung, weiß nicht, wie schnell die erste Kirin war. Wir dürfen zweimal K.O. gehen. Ich werde wahrscheinlich eine etwas stärkere Waffe dabei haben. Glaube ich. Ich hatte den Königin-Töner dabei, wer eigentlich auch schon High-Rank ist. Also, ich habe Chefkochgericht dabei. Ich habe, ...347 Angriff, ist das gut? Ich habe Messingrücken dabei und meine Waffe macht 719 und 120 Feuer. Boah, Alter, du machst fast das Doppelte. Es kommt auch noch so drauf an, wie viel, wie oft man schlägt. Also, ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass du unbedingt allzu wahnsinnig gut ausgestattet bist. Ja gut, stimmt, ich piekse schneller wahrscheinlich, oder? Was? Oder wie schnell geht deine Waffe? Keine Ahnung, Mann. Meine Waffe ist entweder am Ende vom High Rank oder schon vom Meisterrang. Ich weiß es nicht. Messingrücken, müsste man nachgucken. Ich weiß nicht mal mehr, welches Monster Messingrücken ist. Könnte Glavenus sein. Nee, warte, nee, das ist... Der Dings ist das doch... Wie hieß er denn? Der Uragan, glaube ich. Voll das Gewitter. Ah, Angriff hoch. Status-Effekt. Okay, was sagt er mein Aim? Weiß ich, wo die sind? Ah, nein. Aber an sich habe ich eine Vermutung. Dann weißt du genauso viel wie ich. Ich sehe sie beide nicht. Ich sehe sie beide nicht. Okay. Ich habe nur ein Drittel von dem Balken voll. Ich brauche unbedingt Spuren, Mann. Du hast nicht genug Kirin in deiner Lebenszeit gesammelt. Jedenfalls, ich habe 20 Donner Resistenz und über 900 Verteidigung. Wir werden nicht scheitern, weil ich sterbe. Ich bin quasi unsterblich. Oh, hier ist einer. Hi, wie geht's dir, Kirin? Ah, schon vor der Tür, oder was? Hey, ja, so direkt. Warte, ich glaube, der zweite ist da auch irgendwie direkt daneben, wenn ich das gerade auf der Map richtig gesehen habe. Ey, der ist weiter oben. Also, ist weiter oben. Oh, wow, der macht mehr Damage, als ich erwartet hätte. Okay, ich kletter da mal hier durch. Ja, gönn dir. Ja, haut ab. Perfekt, hier liegt was am Boden. Drachenkapsel, nehmen wir gleich mit. Ja, für die hab ich gesorgt. Und wann? Schleuderst du ihn wieder dagegen? Perfekt. Einmal Kirin-Material mitnehmen. Er ist gepiekst! Also, wir sollten es schaffen, auch wenn es zwei sind, weil meine Waffe stärker ist als die letztes Mal. So, einmal Plünderklinge. Im Zweifel wechsle ich zu einer noch stärkeren Waffe, wenn es wirklich knapp wird, aber eigentlich. Versuch einfach nicht zu spielen. Servus! Zweiter Kirin! Sehr gut, versuch sie doch gegeneinander zu rammen. Haben die jetzt einen Revierkampf? Hat der eine den anderen geblitzt, Dings? Ja, genau.
Das fand ich jetzt eigentlich ganz witzig. Okay, das ist vielleicht wild. Vielleicht wollen man doch nicht. Will man doch nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Ach, könnte klappen. Ja! Okay, such dir eine aus. Irgendwann unterscheiden wir sie dann am gebrochenen Horn. Aber noch sind sie beide ganz. Keine Ahnung, ich hab da auch hier rein gepusht worden. Warum sind die hier? Warum könnten die nur hier sein? Oh wow, ich wurde irgendwie... Ah, Lähmung ist das. Ich wurde gelähmt. Oh, danke Katze, hast mich gekickt. Ja, wahrscheinlich durch die Kehren. Ja, gegen Lähmung kann ich nichts tun. Der eine ist weg, was gar nicht mal so übel ist. Ja, ist weggelaufen. Ich habe mich verscheucht. Kann ich gut mitleben. Okay, treffe ich das noch? Nein. Voila. Fix das Horn weg! Oh, okay. Ah, ich bin gestunt. Ich würde gerne die Vitalitätsfestliche verwenden. Also du musst vor allem nicht die Waffe wegstecken und F drücken. Du kannst das Teil mit der Waffe auch platzen oder was draufschießen. Falls wir das nicht schon besprochen haben. Was für ein Ding? Achso. Die Vitalitätswespe. Du kannst sie auch einfach mit deiner Waffe triggern. Ja gut, aber ich muss da trotzdem daneben stehen. Also von dem her. Ja, mit der Nahkampfwaffe sollte das immer so sein, dass du daneben bist. Wenn du sie triggern kannst. Der humpelt schon, schau doch. Was? Schauen, ob die sich jetzt treffen. Meine andere scheint ja auch hier oben zu sein. So, mal Kirin Fußspuren mitnehmen. Okay. Der Waffenunterschied ist doch gewaltig. Warum kann man die Dinger nicht benutzen, wenn man schon an der Wand hängt, man? Warte mal, die eine Kirin ist jetzt weiter hochgegangen, die andere Kirin ist hier. Interesting. Der eine geht wahrscheinlich pennen. Zu dem gehe ich gerade. Warte mal, ist aber nicht der, den ich markiert habe. Dann ist das der Verletzte, bei dem du gerade bist. Ah, wirklich, okay. Ja, ich denke, weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Komm runter. Komm von oben. Er wirkt aber noch fit. Vielleicht habe ich den falschen markiert. Ernsthaft? Ich meine, was auch immer. Bald sind sie beide K.O. So. Katze, mach Plünderklinge. Hier, ich gönne uns mal einen Booster. Ich hab hier so Drachenkapseln, noch ein paar. Aber er ist gerade wütend, das hört sich an. Ja, aber ich schieße sie trotzdem gerne drauf. Okay, das konnte ich, egal, habe ich überlebt. Lauf in meinen Booster. Ich muss warten, bis er hier einmal den Strom durchhaut. Wir haben das vorne nicht, das nervt mich. Bringt das extra Ressourcen, oder wie? Kann einen Drop geben, den man sonst vielleicht nicht bekommt. Keine Ahnung, ich kann versuchen, auf den Kopf zu pieksen. Irgendwie. Ich versuche es auch so ungefähr. Ist halt recht klein bei ihm. Ich häng mich mal dran. Ist nicht kaputt gegangen.
er hat mich auch wieder getan. Aber... Okay, sein Kopf ist verwundet. Kassiert er jetzt extra Schaden? Mach das lieber mit F. Die Lanze sticht zu weit nach... Die sticht nicht nach oben. So treffe ich sein Horn wenigstens. Oh, schau, jetzt hat deine Katze den Palarang scheinbar irgendwann gelernt. Jetzt liegt da ein Item. Ah, deswegen. Ja, steht ja auch da. Es haut ab. Verdammt. Okay. Na gut, dann werden die sich jetzt da oben treffen, ha. Na, schleuen wir sie gegeneinander. Dann werden wir. Hi. Ja, ich habe den Shotgun nicht genommen, aber ist egal. Muss meine Lanze mal wieder schärfen. Wo das? Ach, guter Punkt. Ich habe auch nur blaue Schärfe mit der Waffe. Ah, du bleibst hier. Ja, ich denke mir gerade so, auf wegzulaufen. Oh, ich war gerade dabei, rechte Maustaste zu drücken. Der ist größer als der andere. Okay, dann gehen wir, nimm den oberen. Okay, ich nehme den oberen. Bin bald wieder da. Tat auch gar nicht weh. Noch ist er gelb. Bin drauf. 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 Oh shit, jetzt wird er rot. Ach, verdammt. Katze hat geplündert. Oh wow. Ich bin ernsthaft abgeprallt von seinem Horn. Oh, aber er ist erschöpft. Brich doch endlich. Klang nicht so gut mit deinen Lebenspunkten gerade. Naja, ich hab doch gerade F gedrückt, Mann. Ich glaube, schneller gewesen, weil. Ich müsste, glaube ich, specifically. Mittlere Maustaste drücken? Ne, warte, das ist gebrochen. Rechte Maustaste, damit ich nach oben quasi das mache. Und er hat einen Totenkopf endlich. Der andere ist wieder da. Ja, okay, ich bin auf dem Weg. Also der eine ist bald tot, rot und hat ein gebrochenes Horn. Keine Ahnung. Der andere ist noch gelb, aber rennt hier rum. Kannst ja versuchen, sie gegeneinander zu schleudern. Oh, einer. Ich glaube, der Tote will Position wechseln, ja. Okay. Der Halbtote kommt runter. Oh, okay, der hier hat jetzt auch das Horn verloren. Meine Markierung hängt auf dir? Wie ist das denn passiert? Vielleicht habe ich deswegen dann verwechselt, welcher ist. Naja. Elan Helmbrecher. Und EI-Hieb. Oh. Okay. Wie viel Damage macht dieser Angriff, bitte? Vielleicht sollte ich das doch öfters machen. Der andere kommt wieder her? Fragezeichen? Nein. Minus 40, aber es war kurz. Vielleicht. 32, ja, er kommt wieder her. Wir müssen nicht einmal laufen. Und wir sind erst seit 22 Minuten hier. 12, meine ich, WDF. Der mag mich. Scheint mag er wirklich nicht. Au, okay, das hätte ich nicht. Das war nicht bitte der richtige, nicht, um da reinzugehen. Ja, okay, kann ich hau einen Gesundheitsbooster auf Boden. Da vorne liegt noch eine Fliege von dir, nur so zur Info. Nutz sie. Von mir ist die?
Ja, oder. Oh, warte, nee, das muss meine Katze sein. Deine kann's ja nicht mehr. Ja, ich habe meiner Katze jetzt gesagt, sie soll Gesundheit mitnehmen. Okay. Ja, gar nicht mal so schwer. Leg dich mal hin, dann nehmen wir dich mit. Und dann baue ich das ganze Erz hier oben noch an. Ab. Wenn ich weiß, was ist da hinten. Sind nur zwei Stellen. Viermal looten, ja. Okay, da war jetzt nichts Seltenes dabei, scheinbar. Hoffentlich ist unser Bonus vom Horn brechen. So. Ich kriege aber nebeneinander. Kirin Katze hat die Kirin besiegt. Stimmt. Bonusbelohnung. Fürs Hornbrechen. Ein Kirin Donnerhorn. Oder eher drei. Lobisorn waren hier drin. Oh, hier gibt's auch eine Belohnung. Ich habe nur eine bekommen, wer war mehr? Okay, ich hab zwei. Okay, mir ist der komplette Balken da oben verloren. So, und wenn man das wegklickt, dann kommt danach. Keine Katzen. Oh mein Gott. Stufe 6 endlich mal erreicht von Kirin. Ich kann endlich mal wieder einen Bericht abgeben, WTF. Oh, du bist hier. Das ist jetzt das zweite Mal seit das LP angefangen. Auf zum Ruhm! Okay. Ja, so selten kann ich zu dem und was abgeben, Mann. Ja, das kann niemand, den du oft tötest. Weil alle anderen waren entweder schon fertig oder es geht einfach so langsam voran. Ja, Kirin scheint es dem Meister daran gar nicht mehr zu geben. Es ist ein reines Low- und High-Rank-Monster. Schon merkwürdig. Dabei ist das ein Drachenältester. Ja. Oder? Oh, warte, nein. Er wird mir jetzt hier auch mit 3 Purple angezeigt. Also insgesamt 9 Stufen. Dann habe ich ihn nur nie gemacht im Meisterrang. Oder? Cool. So. Wer weiß. Vielleicht nur einmal. Auf jeden Fall war ich bei den Stufen noch nicht so weit. Wer fehlt mir denn jetzt noch im Low- und High-Rank? Das Achievement ist nicht gedroppt, der war also nicht der Letzte. Der Dodo Gama fehlt mir noch. Und der Monster, den ich jetzt nicht spoilern möchte. Und der, oh mein Gott, okay. Wir fehlen noch mindestens 4, 5. Ja, die beiden auch, nee. Ich weiß nicht. Aber mindestens 4 Monster, von denen ich nicht genug Spuren gesammelt habe. Was mehr Spuren? Okay, was meinst du? Part lang genug geworden? Was kommt denn als nächstes überhaupt? Mythische Kirin und dann kommt die Giftgruppe. Das war die letzte Low-Rank-Event-Quest danach dann mit der Giftgruppe. Lanze. Knochenlanze. Okay, das kann ich noch gar nicht. Okay. Eine Insektenlanze. Ah ja, wir haben die Kirin gemacht. Achso, ich sehe, was du meinst. Ja gut, dann bewende ich mal den Part. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.